Aktuell dauert es auf der A6 länger, und zwar Heilbronn Richtung Mannheim. Zwischen Sinsheim Süd und Wiesloch-Rauenberg ist ein Unfall auf der linken Spur. Wir haben dort 6 Kilometer mit einer Dauer von rund einer Dreiviertelstunde. Bitte Vorsicht auf der A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart. Zwischen Dreieck Karlsruhe und Karlsbad steht ein defekter LKW auf der rechten Spur. Die Staus A6 Mannheim Richtung Heilbronn. Zwischen Wiesloch-Rauenberg und Sinsheim 5 Kilometer stockend. Rund eine Viertelstunde dauert es dort länger. A67 Darmstadt Richtung Mannheim. Zwischen Lorsch und Viernheimer Dreieck ist bei einem Unfall auf der linken Spur Sprit ausgelaufen. Also da erst recht keine Kippen aus dem Fenster werfen. 3 Kilometer mit einer Dauer von einer Viertelstunde. A7 Würzburg Richtung Ulm. Zwischen Dinkelsbühl, Fichtenau und Ellwang Bauarbeiten 3 Kilometer. 20 Minuten mehr Zeit brauchen Sie dort, und in der Gegenrichtung 1 Kilometer. A8 München Richtung Stuttgart. Zwischen Kreuz Ulm-Elchingen und Ulm-Ost 5 Kilometer Stau. In der Gegenrichtung von Karlsruhe nach Stuttgart zwischen Dreieck Karlsruhe und Pforzheim West wegen Bauarbeiten ist da nur eine Spur frei. 8 Kilometer, über eine Dreiviertelstunde länger dauert es dort. A81 Singen Richtung Stuttgart. Zwischen Ehningen und Sindelfingen Ost 5 Kilometer. Rund eine halbe Stunde mehr Zeit ist da nötig. In der Gegenrichtung von Heilbronn nach Stuttgart zwischen Stuttgart-Zuffenhausen und Dreieck-Leonberg 4 Kilometer stockend. Und die B27 in Neckarsulm ist bei Neckarsulm Kreuzungsbauwerk Nord nach einem Unfall gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Alle Infos gibt es auch immer aktuell in unserer App. Allen unterwegs eine gute Fahrt.